Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation The Car Company Tycoon Game hier aus TGame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir versuchen uns heute mit dem Performance Duo im Tutorial B3. Wie ihr seht, ich habe es auch noch nicht gemacht. Wie bei allem, was ich hier so quasi erstmal zeige, das ist wirklich blind rein. Bitte seid mir nicht böse darüber, dass da manchmal dann auch ein bisschen was schief geht. Wir haben hier das Tutorial B7 Performance Turbo. Die Aufladung von Motoren wird viel wirksamer, wenn der Kraftstoffeinspritzungssysteme verfügbar und erschwinglich sind. Ja, das glaube ich. Wenn man einen Motor auf Leistung abstimmt, ist es wichtig, ein nutzbares Drehzahlband zu schaffen, das so breit wie möglich ist, welches eine scharfe Leistungsspitze nicht für einen fahrbaren Motor sorgt. Was? Weil eine scharfe Leistungsspitze nicht für einen fahrbaren Motor sorgt. Das stimmt. Also man möchte am liebsten quasi über das gesamte Drehzahlband eigentlich immer den maximalen Drehmoment am Rad anliegen haben. Das hat man, glaube ich, bei Audi mit dem Tiptronic-Getriebe versucht, oder Multitronic hieß das, glaube ich. Das war so mit variabel großen Triebwerken und, oh, das war eine schöne Technik eigentlich. Aber hat gut gefallen. Höherer Ladedruck macht dieses möglich, ein fettes Kraftstoffluftgemisch zu verwenden und als eigentlich möglich. Was zulasten der Effizienz und der Emissionswerte der Ansaugluft weiter gekühlt. Was? Was zulasten der Effizienz und Emissionswerte die Ansaugluft weiter gekühlt und erhöhte Verdichtung erlaubt? Okay, da ist, glaube ich, beim Text so nicht ganz alles da. Da fehlt ein Stückchen, glaube ich. Bin ich jetzt so blöd? Was zulasten der Effizienz und der Emissionswerte geht, hätte ich gesagt. Die Ansaugluft weiter gekühlt und höhere Verdichtung erlaubt. Naja, gut. Egal. Aufgabe, modernisiere das Kraftstoffsystem und erstellen Sie ein Turbo-Setup, in dem der ökonomische Motor für ein Nutzfahrzeug, welches ihn in einem zuverlässigen Sportwagenmotor verwandelt. Okay. Nutzen Sie den Drehmoment- und Ladedruckgrafen, um die Konfiguration zu optimieren. Ja, probieren wir. Anforderung, Verbrauch besser als 15%. Turbo benötigt keine Warnung in des Tests. 45% Leistungsindex höher als 102. Zuverlässigkeit höher als 28, Emotionswerte geringer als 350. Also dürfen wir nicht zu fett machen, das Kraftstoff-Luftgemisch, weil sonst könnte es sein, dass wir ein wenig viel Abgase rausdrücken. Gut, wir sollen einen Turbolader einbauen. Gleitlager oder Kugellager? Was ist der Unterschied? Materialkosten beim Kugellager sind deutlich günstiger. Ansonsten war es das aber auch. Okay. Hat aber eine Auswirkung. Verdichtung lassen wir erstmal so. Welches Kraftstoffsystem haben wir denn überhaupt? Wir haben eine Vergaser. Dann nehmen wir natürlich eine Einspritzung. Mehrpunkt pro Zylinder Leistung. Definitiv. So, und jetzt sehen wir hier diese Spitze. Das ist das, was man eigentlich nicht haben will. Man möchte das eigentlich so breit wie möglich haben hier, den Drehmoment. Ne? Weil dann, sonst fährst du mit dem Motor, der hat einen richtig Drehmoment an einer Stelle und dann verliert er wieder an Kraft. Und das ist auch nicht schön. Gut. Wir haben aber schon mal klopfende Motor, das heißt, wir müssen die ganze Sache ein bisschen fetter gestalten hier. So, jetzt müssen wir bloß noch die CO2-Emission runterkriegen. Das könnte man eigentlich mit dem Auspuff schaffen. Gucken wir doch mal, was wir da machen können. Da können wir hier einen 3-Stunden-Wiege-Katalysator und schmutzen wir bei Gold. Alles klar, den Auspuff müssen wir natürlich jetzt sozusagen aber noch ein bisschen. Ein bisschen kann ich doppeln? Nee, kann ich nicht, aber ein bisschen dicker machen wir den noch. Dann, hier kann ich auch nichts einstellen. Okay, aber die Emissionswerte haben wir schon mal in einem Rahmen dessen, wo man sie haben möchte. Wir gucken mal hier beim Drehmoment. Au, das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, wir müssten vielleicht mal gucken, ob wir den Turbolader ein bisschen früher zum Wirken kriegen. So, den kriegen wir natürlich mehr zum Wirken, wenn wir die Luft ein bisschen weiter kühlen. Was uns aber Punkte kostet, sehe ich gerade. Wir wollen ja Punkte dazu bekommen. So. Ja, hier bei 96 hat er da erstmal den Perk. So, dann werden wir die Turbine ein bisschen. Oh nee, das ist eigentlich gar nicht gut. Wir können den Verdichter vielleicht ein bisschen verkleinern noch. Das könnte uns ein paar Punkte bringen. Wir rutschen auf jeden Fall noch mal. Verdichtungsdurchmesser, okay. Turbinendurchmesser müssen wir natürlich anpassen. Das AR-Verhältnis ein bisschen absenken. Bringt nicht ganz so viele Punkte. Wir könnten mal kurz an die Verdichtung gehen. Wir könnten mal gucken, ab wann wir wieder das Klopfen kriegen. So, da können wir doch mal kurz die Verdichtung anheben. Oh, da kriegen wir das Klopfen, okay. Gut. Dann waren wir schon bei 1601 Punkt. Gut, der maximale Laddruck. Wie sieht es denn generell aus hier? Wie sieht es denn aus? Atmen kann der Motor noch ganz gut. Wir haben jetzt. Oh, wir können auch Drehzahl dazugeben. Ich glaube, wir können auch durchaus ein bisschen, wenn wir einen Sportmotor haben, dann können wir auch Drehzahl dazugeben.
Oh, das hält das Material auch aus. So, jetzt wird es ein bisschen kritisch hier. 6000, okay. Dann würde ich sagen, wie sieht es denn aus mit der Emission? Da können wir noch ein bisschen was machen. Und der Effizienz, da können wir, glaube ich, noch ein bisschen fetteres Kraftstoff, können wir da noch reindrücken. Da geht noch was. Verlieren wir nicht mal großartig Punkte, kriegen wir ein bisschen Leistung dazu. Jetzt sind wir irgendwo aus den Specs rausgelaufen. Und dann würde ich sagen, machen wir den Zündzeitpunkt noch ein bisschen früher. Ja. Da sind wir kippelig an der Stelle, okay. Da können wir die Drehzahl vielleicht noch ein bisschen hochnehmen. Wir können mal gucken, können wir da beim Material was machen? Nein, können wir leider nicht. Schade, aber wir können vielleicht an der Verdichtung noch ein bisschen drehen. Okay, jetzt kriegen wir was Klopfen rein. Das wollen wir natürlich nicht. Und wir werden natürlich hier am Zündzeitpunkt nochmal wieder ein bisschen runter und... Ja. Haben wir einen All-in-Performance-Motor geschafft. Jetzt ist die Spitze, die wir am Anfang gesehen haben, was hier dann gleich wieder abfällt. Ne? Also hier hat er dann richtig Druck. Das kommt halt eben durch den, wie man sieht, dann hier durch den anhaltenden Ladedruck. Das kriegt dann hier den Drehmoment ein bisschen wieder. Und Drehmoment und Effizienz, ja, okay. Also hier ist am effizientesten der Motor. Das ist übrigens auch was, ne? Also die meisten sagen immer, man soll immer mit so ganz geringer Drehzahl fahren. Da ist der Motor aber nicht sehr effizient. Also er verbraucht so wenig Kraftstoff, klar, aber er ist auch nicht effizient. Also um eigentlich das, was man als Abgas hinten raushaut, auch effizient rauszuhauen, müsste man ihn eigentlich in einen anderen Drehzahlbereich fahren. Das ist beim Benziner, ist das bei 2.500 bis 3.000 Umdrehungen pro Minute, wie wir es hier haben. Und beim Diesel ist das glaube ich, 500 niedriger. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die dann immer sagen, hier bei 1.500 Umdrehungen schon schalten, das ist gar nicht gut für den Motor. Eigentlich gar nicht gut für den Motor. Das mag der gar nicht. Weil er dann nämlich immer quasi so untertourig gefahren wird und ach, das ist nicht, man muss ja immer freiblasen, man muss ja nicht immer Vollgas geben. Das ist, weiß ich gar nicht, wie, warum da die Leute mal so drauf kommen, dass das so toll sein soll, dass man immer so früh schaltet. Also das ist, uiuiui, der Lautsprecher hat aber ordentlich Fläche schon wieder. Der ganze Motor ist relativ flach gemacht, okay, das ist schön. Der Kopf ist echt flach, ne? Der ist aber echt flach, der Zylinderkopf, das ist... Habe ich auch selten gesehen. Dann gucken wir doch mal, wie es dann aussieht da drin mit den Ventilen. Wo haben wir denn? Hier haben wir den Deckel. Dann können wir einmal erstmal durch den Deckel durchgucken und dann sehen wir, da haben wir vier Zylinder, eine 4 Kolben pro Zylinder. Hier sind die Zündkerzen durch. Wo ist die Einspritzanlage? Die haben wir hier. Also hier findet sich für jeden Zylinder ein Einspritz, für diesen 6 Zylinder. Okay. Hier ist die angesaugte Luft, die natürlich hier hinten durch den Abgas-Turbolader. Also die Abgase treiben hier drinnen ein Flügelrad an, was hier drinnen ein Flügelrad antreibt, ne, eine Turbine antreibt, die dann die Luft durchpresst. Also die wird hier durch den Luftfilter gesaugt. Kann ich das mal ganz kurz wegmachen hier, den Kühler oder so? Den Ladeluftkühler, den kriege ich nicht weg, ne? Nee. Schade. Also müssen wir von oben drauf gucken. So. Also hier wird dann die Luft angesaugt, geht dann hier einmal durch, wird hier gepresst, halt, aufgeladen, Turbo aufgeladen, kommt dann in gepresster Form hier durch den Ladeluftkühler durch, der natürlich die Gefahrtwind ein bisschen kühlt. Also umso kälter die Luft, desto mehr Sauerstoff ist übrigens auch drin. Was dazu führt, dass der Motor im Winter besser läuft, weil in der kühleren Luft mehr Sauerstoff drin ist. Und umso flacher man, also quasi umso näher man auf Meereshöhe ist, desto mehr Sauerstoff ist auch in der Luft. Und das merkt man auch bei Autos, also bei manchen Autos merkt man das extrem, wenn die zum Beispiel dann auf 2.000, 3.000 Meter fahren oder auf 1.600 Meter oder sowas, wo dann die Luft schon wesentlich dünner ist, da merkt das der Motor, merkt der Mensch ja auch. Wenn du jetzt in Chile an unterwegs bist, ist ein Motor weniger effizient, wie auch der Mensch, der findet das auch nicht toll. Gut, wir starten jetzt hier mal den Test. Klingt das noch nicht schlecht. Der Turbo dann aber auch wieder so am Schluss. So, machen wir hier mal den Motor an. Lassen den mal im Hintergrund ein bisschen so tuckern. Und wir haben ja gesehen, hier an der Stelle, kurz bei 3000 Umdrehungen, vorhin in dem Graph, wenn wir den nochmal anmachen, sehen wir hier bei 3300 Umdrehungen haben wir die höchste Leistung und beziehungsweise den höchsten Drehmoment, die höchste Leistung hat man hier hinten.
Aber da ist er halt eben auch wirklich mit am effizientesten. 2000 Euro umdrehen, ne? Da ist die Effizienz, Kraftstoff vor allem am passendsten. So, haben wir genug bei dem ganzen Krach gequatscht. Machen den Motor mal aus. Ja. Sind wir durch. Haben wir es auch mit Platin geschafft. Das Video wird auch so kurz bleiben. Wir werden uns mal gucken, wie ich es hinkriege. Wie gesagt, das ist immer noch vorproduziert. Ne? Auch wenn ihr jetzt so Änderungen und ähnliches sagt, dann oder einbringt, da kann ich dann erst später darauf reagieren, wenn ich wieder da bin. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Eine Runde ein Performance-Turbo gemacht mit kurzen Ausflügen in, wie funktioniert die ganze Sache mit der Luft. Einen Kompaktmotor können wir als nächstes dann in Angriff nehmen. Das fände ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir noch einen Kompaktmotor und einen Luxusmotor machen, bevor wir in das Segment eingehen, wo man das dann auch verkaufen muss. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Bis dann.